Veganismus 4 Tipps für den Umstieg. Es geht los. Hallihallo und herzlich willkommen. Das ist die Alexandra. Und ich bin der Lars von Rohenergie. Ich wollte irgendwie was anderes sagen. Hallihallo. Die Alexandra war so nett und hat sich 4 Sachen ausgedacht. 4 Tipps, wie man auf vegan umsteigen kann, die wir noch nicht schon 1000 Mal gesagt haben. Und wir legen mal los mit Tipp Nummer 1. Ja, Tipp Nummer 1 ist informieren vorher, währenddessen immer wieder. Also vorher ist natürlich auch klar ganz wichtig, dass man weiß, warum mache ich das überhaupt, was kann ich jetzt überhaupt eben noch essen, was muss ich supplementieren eventuell, um keinen Mangel zu kriegen. Und ja, auch währenddessen auch immer wieder neu informieren. Es gibt immer wieder neue Studien zu verschiedenen Sachen. Es gibt dann mal ist Soja gut, mal ist Soja schlecht, hin und her und tralala. Und man muss sich wirklich dann auch die Informationen raussuchen, die für einen wichtig sind. Und es ist immer besser, sich selber zu informieren, als jetzt nur irgendwie das Geschwätz von anderen Leuten. Also auch von uns. Genau. Also selber informieren ist halt immer wichtig. Ja, also vor allem seinen eigenen Weg finden. Wir machen das jetzt schon knapp 5 Jahre. Es sind jetzt 5 Jahre. Ich glaube, ein paar Tage sind es 5 Jahre. Genau, sind wir jetzt vegan. Und wir machen immer mal ein paar Monate High Carb, Low Fat. Dann machen wir normal vegan. Dann habe ich mal wieder reite mich dann wieder diese Rohkost, dass ich dann nochmal 1-2 Wochen Rohkost mache nur. Dann faste ich mal wieder. Du machst wieder ganz anders. Dann isst du mal ganz clean und dann wieder ein bisschen mehr nicht. Ja, über Weihnachten jetzt zum Beispiel. Oder im Urlaub. Und ich finde, man sollte halt auch immer die verschiedenen veganen Arten anpassen an seinen jeweiligen Lebensstil. Jemand, der sehr viel Sport macht, muss sich natürlich anders ernähren als jemand, der gar keinen Sport macht oder viel am Schreibtisch sitzt. Jemand, der Kraftsport macht, muss sich ja wieder anders ernähren als jemand, der Marathonläufer ist oder Radfahrer oder sowas. Da müsst ihr halt gucken, dass ihr euren eigenen Weg findet. Es geht aber alles vegan. Genau. So, Tipp 2 ist Mahlzeitenplan. Mahlzeitenplan ist ganz wichtig, dass man nicht dann plötzlich dasteht, Hunger bekommt und denkt so, oh, was esse ich jetzt? Und dann am besten noch irgendwie unvegane Lebensmittel im Haus hat. Also das wäre sowieso ganz gut, wenn man die beim Umstieg wirklich erstmal komplett, also was heißt erstmal, dass man die wirklich komplett raushaut. Ja? Also entweder verschenken oder zur Not halt wegschmeißen, wenn es niemand mehr haben will oder wenn man es auch niemand anderes mehr zumuten will. Ja? Man will ja sein, was man jetzt selber als ungesund empfindet, auch nicht anderen Leuten auf die irgendwie aufdrücken. Ja? Aber das ist ganz schlecht zu sagen, okay, ich habe das jetzt alles nur hier und jetzt brauche ich das erstmal auf und dann steige ich um. Dann halt ganz wichtig, die Mahlzeiten zu planen. Weil es ist wirklich schwierig, wenn man dann plötzlich, wenn man keine Ahnung hat, wenn man das jetzt 20, 30, 40 Jahre gemacht hat, alles zu essen, steht man plötzlich da, was soll ich jetzt essen, wenn man dann Hunger hat. Ja? Und dann greift man sich das nächstbeste und wenn man dann eben nicht vorher auch aussortiert hat, ist es schwierig. Oder man muss halt auch hungern, was halt nicht unbedingt optimal ist. Und deswegen mindestens die nächste Mahlzeit planen, besser den ganzen Tag planen und idealerweise ist natürlich die ganze Woche zu planen. Ja, gerade auch, wenn man halt berufstätig ist oder unterwegs ist und sich Essen mitnehmen muss. Weil gerade wenn man dann auch noch auswärts ist, ist die Versuchung natürlich dann doch stark, dass man irgendwie schnell zum Bäcker geht oder in die Kantine geht und damit man mit Sicherheit Schwierigkeiten bekommt. Und auch wenn man in einer Partnerschaft lebt oder in einer Familie lebt und man jetzt der Einzige oder die Einzige ist, die umsteigt, ist es natürlich auch extrem wichtig, dann vorzuplanen und dann nicht zurückzufallen und dann das zu essen, was der Rest der Familie isst, wenn die sich eben jetzt noch omnivor ernähren. Tipp Nummer 3 ist nicht verunsichern lassen, also weder durch Freunde, Bekannte, Familie, ja, dann nicht da verunsichern lassen, denn die sagen, das ist total ungesund und das ist ganz unausgewogen oder sowas. Das ist es nicht, man kann sich vegan sehr gut ernähren, man kann sich auch ausgewogen ernähren, man kriegt alle Aminosäuren, man kriegt alle Mineralstoffe, alle Spurenelemente, was man braucht, alle Aminosäuren. Man muss natürlich ein bisschen gucken, was wir bei Tipp Nummer 1, glaube ich, auch schon gesagt hatten, man muss sich informieren, was macht man, was ist man für ein Typ. Ist man sowieso jemand, der extrem schnell abnimmt oder schwer zunimmt, dann muss man halt sich anders ernähren, als wenn man sowieso der Typ ist, der sowieso vielleicht Gewichtsprobleme nach oben hin hat. Was ist, wenn ich Kraftsportler bin? Was ist es, wenn ich jetzt irgendwie schwanger werden will oder sonst was? Ja, oder schwanger bin oder mein Kind stille? Das sind halt alles Sachen, da muss man sich natürlich ein bisschen genauer informieren und dementsprechend dann halt auch ein bisschen auf seine Ernährung achten und dann
kommt halt wieder die Planung ins Spiel. Genau, und nicht sich verunsichern, das hat es ja auch noch geschrieben, auch wenn man einen Rückschlag hat und mal irgendwie scheitert und doch irgendwie Käse irgendwo isst oder ein Ei und so und dann halt sagt, ach, dann schmeiße ich halt alles hin, einfach wieder neu anfangen. Genau. Ja. Jeder hat mal angefangen und nicht sich entmutigen lassen. Wir haben Leute hier im Kanal, die schreiben, ich habe es schon irgendwie 10-mal probiert oder ich gucke euch jetzt 3 Jahre und jetzt mache ich es, jetzt schaffe ich es. Ja. Genau. Also irgendwann kommt der Zeitpunkt und dann seid ihr bereit dazu und dann einfach nochmal neu anfangen. Ja, eben. Also nicht von Rückschlägen oder auch, wenn was ist ich, mal Verdauungsprobleme auftreten, weil man jetzt ganz viel Hülsenfrüchte plötzlich für sich entdeckt hat, die man früher nie gegessen hat. Klar muss der Körper sich erstmal umstellen oder wenn man sehr ungesund gegessen hat und jetzt sehr gesund ist plötzlich bei der Umstellung auf vegan. Der Körper braucht halt auch einfach ein bisschen Zeit. Also da, ja, auch was im Kopf vielleicht von heute auf morgen vielleicht sogar geklappt hat, aber selbst da ist es ja ein langer Prozess und den muss der Körper eben auch gehen, ja. Also da auch nicht verunsichern lassen, dass man dann sagt, ach, das ist nichts für mich, damit fühle ich mich nicht wohl. Einfach mal ein bisschen Zeit geben. Der vierte Tipp ist nicht missionieren. Und das wird euch sehr, sehr schwer fallen, wenn ihr Bücher lest, wenn ihr Filme guckt, wenn ihr YouTube-Videos guckt, wenn ihr Blogartikel lest, werdet ihr immer mehr erfahren, warum es besser ist, sich vegan zu ernähren. Ihr werdet euch besser fühlen und ihr werdet rausgehen wollen in die Welt, zu eurer Familie, zu euren Freunden und die davon überzeugen wollen, auch vegan zu werden. Und wir können euch sagen, lasst es lieber bleiben. Das Schlimmste, was ihr eigentlich für euch und für den Veganismus tun könnt, ist, die Leute damit voll zu sülzen, die es nicht hören wollen. Wirklich, also das ist, ich versuche das immer so zu sehen, wie es wäre, wenn es andersrum ist. Ja? Also wir hatten das Glück, dass unsere Eltern und unsere Familie uns damit wirklich überhaupt nicht jetzt irgendwie negativ, wie soll ich denn sagen, also dass sie uns das nicht negativ entgegengebracht haben, ja, dass sie jetzt versucht haben zu sagen, ja, aber das ist ganz wichtig, dass ihr jetzt auch Fleisch esst, weil da sind irgendwie, was weiß ich was die Leute sich alles ausdenken, was da alles Wichtiges drin ist, ja. Und selbst als ich schwanger war, kam nie den Kommentar, ja, jetzt, also zumindest nicht von meiner Familie, isst aber wieder Fleisch, da sind doch wichtige Sachen drin und Oder Fisch oder sowas, ja. Und für die Gehirnentwicklung und das vom Kind, das kann man auch anders lösen auf eine vegane Art. Mit Omega-3-Kapseln. Genau, zum Beispiel, und ja. Also wir hatten ja das Glück, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde die ganze Zeit permanent belabert werden, dass es doch so wichtig ist, jetzt Fleisch zu essen, das würde mich auch nerven und das, dann möchte ich mit den Leuten auch nichts mehr zu tun haben. Und so ist es umgekehrt halt auch. Ja? Auch wenn wir das Gefühl haben, wir wissen es ja jetzt und wir, ich sage immer, das ist der heilige Gral, den wir gefunden haben, ja, für ein längeres, gesünderes Leben. Aber wenn es jemand nicht hören will, dann ist es halt so. Wenn die Leute nachfragen und sich interessieren, könnt ihr gerne eure Informationen teilen. Aber wenn ihr das Gefühl habt oder wenn die Leute euch das schon entgegenbringen, dass sie das nicht interessiert, bewirkt das Gegenteil, wirklich. Also es hat mir auch schon mal jemand gesagt, dass wenn die da immer ankommt, die eine da und von ihrem veganen Kram erzählt, dann kauft sie sich danach erst recht einen Cheeseburger. Ja? Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Nee. Also vorleben, machen und... Ja genau, vor allem auch vorkochen. Halt auch wichtiger Tipp, macht halt vegane Kuchen, Krapfen, keine Ahnung, bringt Plätzchen mit, aber betont nicht die ganze Zeit, das ist aber vegan. Also dann am besten gar nichts dazu sagen. Ja, klar, am besten gar nicht, die Leute, wenn sie dann nachfragen, können denen natürlich ehrlich zugeben, dass es vegan ist. Ja, dann kommen bestimmte Sprüche, das habe ich gleich gemerkt, das hat schon so komisch geschmeckt und so. Aber nicht verunsichern lassen, ja. Und ich habe das in der Kindergartenzeit immer gemacht oder mache ich auch jetzt noch, ja. Oder auch in der Schulzeit von den Kindern, wenn da irgendwie was gebacken werden muss oder so, ich mache das halt vegan. Hat noch nie jemand irgendwas gesagt, wenn man es ihm nicht auf die Nase bindet, ja. Und ja, also das funktioniert eigentlich am besten, wenn man das lange macht. Und manche Leute lassen sich dann auch irgendwann mal überzeugen, manche auch nicht. Also unsere Eltern werden wir nie überzeugen können, auch nach 5 Jahren nicht. Nee. Aber es ist halt auch einfach so, es ist eine ganz andere Generation. Und Leute, die vielleicht mal Hunger gelitten haben, aus dem Krieg das noch kennen, kann man das vielleicht jetzt auch nicht so vorwerfen. Ja? Und, ja, die einfach dann halt nicht auf gewisse Sachen verzichten können, weil sie halt denken, sie müssten halt wieder in dieses Leid zurück, sozusagen, ja. Obwohl, naja,
gutes anderes Thema. Ja. Aber wie gesagt, was wir halt sagen wollen, ist, dass es bringt halt nichts. Im Gegenteil, es schadet dem euch und dem, dem Veganismus halt eher, dass wenn man dann da halt auf so einem Kriegspfad unterwegs ist. Genau. Was nicht bedeutet, dass man nicht stundenlang darüber diskutieren und reden kann mit Leuten, die offen für sowas sind. Genau. Es gibt ja auch Leute, die sagen, erklär mir das doch mal, warum machst du das? Und da hatte ich auch schon so zwei Leute, wo da einfach Interesse da war, wo man dann gemerkt hat, hey, da kann man mal eine Stunde oder so. Zum Beispiel, kleine Geschichte zum Abschluss. Ich war mal im Kindergarten, da waren zwei Erzieherinnen da, dann haben die mich beide gefragt, dann habe ich denen eine Stunde erklärt, warum wir das machen. Und eine davon ist dann vegan geworden für eine ganze Zeit lang, weil sie das so interessant fand. Ja. Jetzt sind wir noch vegetarisch. Vegetarisch sogar. Ne? Also das sollte man auf jeden Fall investieren, aber man sollte nicht versuchen, die Leute zu überzeugen, die nicht überzeugt werden wollen. Ja? So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Vergesst nicht, das Glöckchen zu abonnieren. Auch wenn ihr uns schon abonniert habt, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Video hoffentlich. Tschüss!